Kung Fu gibt es viel zu meckern. Dass man sich den Formgeist hingibt bis zur Detailliertheit für irgendwelche Applikationen und sich danach dann den freien, vielfach detaillierten Formgeist hingibt bis zum Werden von wie oder was oder wer. Und im Tianqigao ist die Erfahrung, dass das Handzeichen die Detailliertheit zur Figur gibt und zum Unterscheidungsvermögen der Figur detailliert beiträgt und dadurch die persönliche Entfaltung im Formgeist möglich ist. Das halten wir im Tianqigao für einzig am Ende der Richtung der Garantie stehend, dass eine Selbstbeherrschung möglich ist. Dass wir damit so am Ende der Welt stehen, das hätten wir nicht nur nicht gedacht, sondern können wir auch nach all dem, wo das ja überall abgeht und zu sehen ist, gar nicht glauben, dass wir da am Ende der Welt stehen. Aber es ist ja auch so, dass die christophianisch-messianisch-marianischen Mitleidsredewendungen immer nur von Eigenlob frei sind und dadurch niemanden beschuldigen und deswegen alle anderen irgendwie was Böses sind. Wo das doch dann unter der Hand heißt, wenn man was gegeben hat, den hat man auch oder so. Aber das haben wir ja schon auf Sinologie diskutiert mit dem Wassermühlensyndrom von aufgrund der Menschenführung, dass die einnehmliche Pietät in der Freiwilligkeit nicht mehr zur Geltung kommt, sondern sich die Pietät gegen Jung und Alt im Untergrund bewegt. Und dadurch ist die Kung-Fu-Prämisse Notwehr gegen Gewalt eben zur Hälfte auf die Seite der Gewalt gefallen und eben nicht mehr im Tao-Su, sondern im Chuang-Yi, im Formgeist versichert und wird da eben detailliert ausgeschöpft, bis sie sich deformiert. Das ist irgendwie traurig. Das heißt, auch für die noch guten Kung-Fu-Formen, also die Dong Fai Bong gesehen und Choi Li Fut und Hung Kün und echt tolle Sachen, sind immer die Alten ausgebeutet und immer die Jungen gefährdet, das gar nicht mehr mitzukriegen, weil sie die Alten dann so als ausgebeutet ja auch gar nicht mehr so als Vorbild sehen können. Oder sie immer stoisch als Vorbild sehen müssen und dann an der persönlichen Befreiung, die eben in Kung Fu auch propagiert war, vorbeisehen müssen. Das ist natürlich auch antisinologisch und damit sind die Zeichen, die Schriftzeichen in acharische Freude zurückgefallen, obwohl das eigentlich so gedacht war, dass acharische Begriffe verbalisiert werden und dadurch irgendwie die Reinigung der Sitte und die Reinigung der Idee bis zur Ergründung der Uridee sagbar ist. So Sinologie eigentlich gedacht. Muss man nochmal ihr Tianqigao Sinologiestudio für Esoterik auch wieder an.